Hey Freunde, was geht? Euer Wiz am Start mit einem kleinen Community-Antwort-Spielchen. Auf jeden Fall Basti Black hat geschrieben: Hey, ich wollte fragen, was waren eigentlich deine anfänglichen Symptome, wo du gemerkt hast, es stimmt was nicht? Und hattest du auch Schlafprobleme, innere Unruhe und Sprachprobleme? Liebe Grüße. Also, fangen wir mal an mit den anfänglichen Symptomen. Es hört beim Kiffen angefangen, ehrlich gesagt. Ich meine, wahrscheinlich hätte man schon früher gemerkt, den Wahngedanken und so. Ich habe oft vom Universum und so geredet und Horoskope nicht mehr passt und was eh so. Es wäre das Schicksal. Und dann beim LSD-Trip, ich bin mir nicht sicher, was vorher war. Ich glaube, die Optics waren vorher schon, dass ich so immer so das Bild gestört gesehen habe, sagen wir mal, so wie ein Schwarz-Weiß-Fernseher, wo die Punkte da so herumschwirren und das halt im Bunt und nur leichter im Hintergrund. Auf jeden Fall, das wäre mein wichtiges Anzeichen gewesen, aber ich habe mir gedacht, ich habe mal reingeredet, ja, trippen, cool, yeah, trippen ein bisschen, immer trippen ist so geil, aber es ist nicht geil, es ist gar nicht geil. Auf jeden Fall einmal am Tag, wo die Schizophrenie richtig ausgebrochen ist, also auch mit den Stimmen hören. Ich meine, beim LSD-Trip, das Video kann ich verlinken, wenn ihr wollt. Beim LSD-Trip, da habe ich ja die Stimme das erste Mal gehört. Aber ausgebrochen ist dann eine Woche später ungefähr. Da waren wir gerade im Kino, haben natürlich gekifft und auf einmal haben mich die Wolken so angeschaut und in Form einer Schlange. Hat sich so abgefuckt. Auf jeden Fall, in Form einer Schlange ist er rum und verschiedene Sachen in den Wolken gesehen, also schon ziemlich getrippt. Und ich habe halt Leute über mich reden gehört. Ich habe beleidigende Sachen gehört, wie zum Beispiel, boah, der voll dreckig im Gesicht, das ist halt was Harmloses. Aber so, dass die wirklich direkt über mich reden, habe ich so gefühlt. Auf jeden Fall habe ich das auch in meinem Kopf gehört, also da waren die Stimmen schon außerhalb. Aber ja, egal. Machen wir weiter. Schlafstörungen habe ich auch gehabt. Wenn man so viel Shit hört, also ist das eigentlich ganz normal, glaube ich. Aber ja, am Anfang habe ich halt Beruhigungsmittel und Schlaftabletten bekommen zu den Neuroleptiker. Und ja, jetzt ist das schon super im Griff. Ich höre du jetzt immer, Geheimtipp übrigens von mir, wenn ihr nicht gut einschlafen könnt, holt euch Audible, keine Werbung, ich krieg nichts dafür zahlt. Aber mit Audible kann man Hörbücher hören. Und wenn man Hörbücher hört in der Nacht, wenn es dunkel ist, man kann auch die Augen ein bisschen zumachen und dösen, hat zwar jetzt nichts mit dem Video zu tun, wo irgendwie schon ein bisschen, auf jeden Fall, da kann man so dösen und da spannende Hörbücher hören oder was man auch will, auch welche interessante einfach oder was man will halt. Und da schlaft man ziemlich gut ein. Zusätzlich habe ich noch eine Schlaf-Playlist auf verschiedenen Videos, die ich beim Schlafen höre, wenn ich gut schlafe. Auf jeden Fall, das funktioniert echt super. Also Medikamente für Schlafen habe ich schon ewig nicht mehr genommen. Schlafprobleme sind komplett weg. Ich schlafe halt wegen der Neuroleptika ziemlich lang. Aber ja, innere Unruhe, ich kann es ja nicht sagen, ich hole mein Knie, da habe ich halt immer früher, das sind meine alten Videos, habe ich so gewackelt. Also so hibbelig, zibbelig, richtig unruhig. Also ja, das ist auf jeden Fall Sprachprobleme. Ich habe sowieso mein ganzes Leben schon einen Sprachfehler beim S. Jetzt merkt man es nicht mehr so viel, weil er ziemlich weg ist. Sagen wir mal, war mal ziemlich weg, aber ich habe auch drunter gelitten. Aber Sprachprobleme, ich habe natürlich auch Spracharmut gehabt, also dass man nicht viel rausgebracht hat, dass man so alles rausziehen hat müssen. Und ja. Ja, Schizophrenie ist gagge. Aber irgendwie, man wird stärker. Also, mit Schizophrenie tust du das nicht falsch interpretieren. Man wird stärker. Man baut sich einfach selbst wieder auf. Wenn man ganz am Boden war, kann man sich viel fester wieder aufbauen. Alles gut. Kurzer Schnitt. Ich muss schauen, ob ich alle Fragen beantwortet habe. Uno momento. Okay, falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt das bitte in die Kommis, lasst mir bitte ein Abo und ein Like da, das wäre mega nice. Und ja, noch einmal zum Schluss jetzt, nächste Woche kommt wahrscheinlich wieder regelmäßiger Content, weil wenn ich Glück habe, habe ich am Freitag einen Führerschein, drückt mir die Daumen.
Und ja, das war's eigentlich schon wieder. Und ich will endlich Vlogs machen. Ich will Vlogs machen. Ich habe so Bock auf Vlogs. Und wenn ich im Flugschein habe, werden wahrscheinlich mehr Vlogs kommen von irgendwelchen Orten. Keine Ahnung. Vielleicht finde ich, wenn der mit mir vloggt. Aber ich bin jetzt wurscht. Liebe Leute, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Und haut rein, Leute. Peace out.